Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy 8. Wir machen weiter. Und zwar haben wir Selphie ja den Wegweiser gezeigt. Und ja, haben alles erledigt bisher. Jetzt müssten wir eigentlich zu Quistis gehen. Das machen wir jetzt auch. Denn diese wartet draußen vor dem Tor. Hätten wir jetzt auch den Wegweiser nehmen können. Aber wir laufen das kleine Stück. So, hier geht es dann die Treppe runter. Na, ja, genau so. Da haben wir einen Draw-Punkt. Den könnten wir sogar benutzen. So, koppeln. Und dann können wir nämlich eine GF koppeln. Wir nehmen Quetzalcoatl und ja, Zauber haben wir nicht, aber Ability haben wir zum Beispiel GF. Dann haben wir Draw und dann nehmen wir noch Item nehmen wir diesmal. Hier unten haben wir noch nichts. Dann haben wir optimal, na gut, wir haben noch keinen Zauber. Wir sehen hier unten, dass bei Magie das Feld weiß ist. Wenn wir jetzt natürlich den Zauber draußen in der Wildnis sammeln, dann... Oh, wir können sie mir mal hier mal zeigen, ne? Vita gefunden. So, wir ziehen natürlich. Genau, 7 Vita gezogen, ja. Jetzt kann ich das nochmal kurz zeigen. Optimal. Eine Stärke, Magie, Hitpoints, machen wir Hitpoints und wir sehen hier unten ist das optimal, ja, optimal ist immer gut. Hat jetzt nichts, nicht viel ausgemacht, aber naja gut. So, wir gehen zu Quistis. Und ja, die muss uns eigentlich erklären. Wir haben die GF am Schulrechner mitgenommen, die beiden. Hätten wir das nicht gemacht, könnten wir jetzt von Quistis diese beiden bekommen, beziehungsweise sie würde sie uns geben. Genau, hier geht es ums Koppeln. Keine große Sache. Alles klar, können wir dann im Tutorial nachlesen, wenn wir wollen. Und Feuerkrotte müssen wir hin. Können wir los? Ja, ja. Richtung Osten, alles gut. Jetzt müssen wir natürlich auch noch Quistis koppeln, ne? Und die kriegt Shiva und die bekommt natürlich, ja, Zauber. Shiva hat jetzt zum Beispiel hier unten dann Gesundheit, ne? Wo weiß es, aber sie hat auch noch keinen Zauber, deswegen ist das alles noch ein bisschen blöd, ne? Da müssen wir erstmal sammeln gehen. Alles klar. Wir sind bereit. Jetzt werden wir erstmal speichern hier vor dem Tor. Pause. Das ist ganz wichtig. Nochmal dann hier den zweiten Speicherplatz. Und jetzt schauen wir uns erstmal ein bisschen auf der Karte um. Ne? Wir sehen schon überall Wälder. Da gibt es dann auch den Archeodino. Das ist natürlich auch nicht so der Bringer. Wenn wir auf der Straße laufen, passiert uns nichts. Nur wenn wir dann aufs Grün gehen, dann haben wir hier noch den Strand, da noch eine Stadt, Wälder. Und wir laufen hier erstmal so ein bisschen rum. Genau. So viele Monster gibt es noch nicht auf der Insel. Hier haben wir das. So. Gleich natürlich den Supergegner gekriegt. Draw. Wieder haben wir ja schon mal, ne? Und ist gekoppelt, wir sehen es. Wir lagern jetzt noch. Na, was lagern wir? Eis. So, Quistis darf angreifen. Mit. Nee, darf sie nicht. Ich muss auch drawen. Ich darf auch Eis lagern. Ruhe's Ei heißt es viel und es ist immun gegen Eis. Glaube ich. So, jetzt schauen wir hier noch ein bisschen, mal gucken, was das hier unten ist. Es sollte aber
Analyse sein, okay. Also, USI hat Eis-Vita-Analyse. Und je nachdem, wie hoch unser Level ist, desto stärker sind natürlich dann auch die Monster. Und dann haben es dann bei höherem Level, das kann ich ja nochmal nachschauen, ab Level, da muss ich echt mal schauen, ich glaube ab Level 10 haben die dann Eisra. Und dann geht es mit Eisga weiter. Ah, da schaut er nochmal. So. Harter Brocken, ne? Ich wollte die nochmal ein bisschen drawen lassen in der Zeit. Gibt ja auch zwei verschiedene Arten, das Spiel zu spielen. Zum einen mit GF. Wir sehen schon, die ganzen Animationen dauern halt ewig, bis da mal was passiert. Ist bei allen GF so. Und man spielt es komplett ohne GF, das geht auch. Aber mir werde jetzt erstmal das Ganze mit GF spielen. So, und hier laufen wir ein bisschen rum. Ich warte noch drauf, also wir haben jetzt USI haben wir jetzt. Jetzt haben wir noch die Fliegen. Genau. Den Beißkäfer. Ja, jetzt mit R1 lösen wir die Gunblade aus. Alles klar. Der müsste dann sogar noch. Schau mal. Ja, Analyse und Feuer dürft ihr eigentlich haben. Feuer erhalten, genau, GF. Schauen wir uns mal Shiva an. Wenn wir das auch mal gesehen haben. Und dann müssen wir noch zum Strand runter. Ich denke, dass ein Angriff von Shiva reicht, um den Beißkäfer zu besiegen. Leider kann man die ganzen Animationen nicht verkürzen, die sind halt wirklich alles so. Die sind immer lang, ich glaube 30 Sekunden geht dann so eine Animation. Das ist natürlich schon zeitraubend. So, Zaubersplitter bekommen, Beißkäferkarte ist auch schön. Wir bekommen ja von den Monstern auch Karten. Und da wir ja ganz viele Karten spielen wollen, ist es natürlich auch interessant und wichtig. So, hier unten am Strand gibt es dann natürlich den Fokkaroll. Ich denke sogar das Double, gibt es ja zwei verschiedene Monster. Und jetzt schauen wir hier mal ein bisschen rum. Dann haben wir die drei Monster eigentlich schon, die es so auf der Karte gibt. Im Wald gibt es natürlich noch zwei andere. Die Stichraupe und den Archeodino. Und in der Höhle natürlich gibt es dann auch, ne, spezielle Monster. Die schauen wir uns aber später an. So, hier müssen wir natürlich draufhauen, ist klar. Fokkaroll hat eine hohe Abwehr, solange er sich im Sand befindet. Das ändert sich, wenn er dann auftaucht. Und jetzt machen wir erstmal wieder schön eins am anderen draufhauen. Ja, mit Jord haben wir jetzt nicht. Aber Fokkaroll dürfte noch Aqua haben. So, bam. So, nach dem ersten Angriff müsste eigentlich wenigstens einer rauskommen. Ja, genau. Oh, beide sogar. Gut, dann hat sich das jetzt erledigt. Weil Shiva macht die eigentlich jetzt beide platt, weil ihre Verteidigung herabgesetzt ist, wenn sie sich über dem Sand befinden. Ja, die Animationen sind schon schön anzuschauen. Und beim ersten Mal, beim zweiten Mal, beim zehnten Mal vielleicht auch noch. Weil man dann im Spiel die dann schon 100 Mal aufgerufen hat, dann ist es schon zäh. Vielleicht spiele ich es dann auch mal später ohne GF durch. Keine Items gefunden. Okay, das sehen wir ja dann. So, dann haben wir das erstmal. Jetzt wollen wir uns mal die Stichraube angucken. Dann wieder unseren Freund, ne? So.
Ja. Mal Vita, ne? Das ist wichtig. Und dann der Zerkottel. Noch geht es, ne? Dann die Freundschaft noch nicht hoch ist, dauert es ein bisschen, bis die Geister erscheinen. Aber je stärker die Freundschaft, desto schneller werden die natürlich auch gerufen. Das werden wir alles im Laufe des Spiels schon sehen. Ja, wichtig ist auf jeden Fall, bevor man in so einen Wald reingeht, sollte man auf jeden Fall speichern. Man kann natürlich von dem Archidinus wegrennen, aber Flucht wird auch im Kampfprotokoll, das wir später bekommen, festgehalten. Und das ist eigentlich sowas, wo ich eigentlich nicht brauche, ne? Denn man hat auf jeden Fall eine Flucht. Das werden wir dann später beim... Moment, ich muss das auswählen. Das werden wir dann später bei der Mission sehen. Also jetzt nicht in der Feuerkrotte, sondern bei der richtigen praktischen Prüfung. Da geht es dann auch darum, dass wir auf jeden Fall einmal fliehen müssen. Finde ich natürlich ein bisschen doof vom Spiel her, wenn man schon ein sauberes Protokoll vorzeigen könnte, aber nicht kann, weil man vom Spiel her fliehen muss, dann ist es natürlich schon bitter. So, nochmal draufgehauen. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Zaubersplitter, ja. Zaubersplitter ist etwas, das kriegt man wieder in jeder Ecke. Das ist jetzt auch nichts Besonderes im Allgemeinen. So, jetzt schauen wir, ob der Archeodino kommt. Oder die Stichraupe. Sieht aber nach Stichraupe aus. Archeodino ist da schon ein Brocken. Der dürfte eigentlich jetzt so withdrawn jetzt erstmal. Ne? Vita, wir können natürlich auch Vita zaubern. Mich selber. Und man kann ja auf den anderen hier, ne, zaubern, aber wir geben uns erstmal selber Leben. Und dann schauen wir uns an, was die Stichraube noch so hat. Erhalten wir, was könnte das sein? Wir haben jetzt Feuer, Eis, das ist dann Blitz, natürlich Blitz, die Stichraupe, und nochmal zu on. Und dann hauen wir sie einfach mal weg. Und dann sehe ich zu, dass ich ein bisschen level. Denn es ist ganz besonders wichtig, die ganzen Elemente zu sammeln. Vita auf jeden Fall. Und auch die anderen, Feuer, Blitz, Aqua. Das brauchen wir schon alles für den Anfang. Auch zum Koppeln, wir haben es ja gesehen. Und ja, Level 8 und 7, das ist jetzt nicht die Welt. Wir machen mal so bis 10, 11 durch mal leveln und dann schauen wir mal, dass wir in die Feuergrotte gehen. Jo, und ich würde mal sagen, genau da machen wir dann auch weiter. Feuergrotte ist ja, muss ich mal so gucken. Genau, in Richtung Osten haben sie gesagt, mal auf die Straße gehen. Und da hinten sehen wir sie auch schon. Da ist die Feuergrotte. Da geht es dann nachher weiter. Wenn ich ein bisschen aufgelevelt habe. Und dann würde ich mal sagen, bis dann wünsche ich euch was. Macht's gut.